Theresia und Reporter Mario auf Sightseeing-Tour. Denn die kleine 28.000 Einwohnerstadt in Sachsen-Anhalt hat trotz aller Gerüchte echt schöne Seiten. Zeitz ist mega geil. Zeitz hat sich unglaublich gemausert im Laufe der letzten Jahre. Das Problem, die meisten kennen die Stadt Zeitz nur so. Runtergekommene Häuser, Wohnungsleerstände und überdurchschnittlich viele alte Menschen. Nach der Wende schließen die großen Fabriken und Zeitz schrumpft von über 50.000 Einwohnern auf fast die Hälfte. Man sieht schon, dass die Stadt so die besten Zeiten hier auf der Rahnestraße hinter sich hat. Spricht man mit den Leuten auf der Straße, heißt es immer: Alles kaputt. Vieles kaputt, sag ich mal. Oder es wird auch gerne gesagt: Zeitz ist in Arsch. Doch wir sagen Schluss damit, denn Zeitz ist geil. Und wer kennt die Stadt besser als die Zeitzerin Theresia Fischer? Das 27-jährige Topmodel ist hier aufgewachsen. Die Promi-Big Brother-Teilnehmerin liebt ihre Heimat. Einfach ein Stückchen Erinnerung, die immer noch lebendig ist. Sehr schön. Hier am COT Dreußig hat sie 2011 erfolgreich ihr Abitur gemacht. Richtig, das ist der Glockenturm. Und mein letztes Klassenzimmer war da direkt, also in der zweiten Etage. Auch wenn sie hier nicht mehr lebt, kommt sie regelmäßig zurück. Ich habe mich in der Stadt umgeschaut. Ich habe runtergekommene Häuser gesehen, ich habe Leerstände gesehen, ich habe alte Menschen gesehen. Und generell hört man nichts Gutes über diese Stadt. Was ist dran? Ich weiß ja nicht, wo du jetzt überhaupt warst und was du da gesehen hast. Zeitz ist mega geil. Zeitz hat sich unglaublich gemausert im Laufe der letzten Jahre. Und ich werde euch auf jeden Fall zeigen, dass da was dran ist. Es gibt also eine Zeitseeing-Tour à la Theresia Fischer. Das heißt, Instagram-Fotos sind Pflicht. Diesmal aber für einen neuen Zeitzer Instagram-Account. Die Tour beginnt an Theresias ehemaligem Sommerplätzchen, das Zeitzer Wehr. Der perfekte Ort zum Grillen und Steinflitschen. Theresias Geheimtipp: der eigentlich verbotene, aber dafür schönste Badespot in ganz Zeitz, der Luckener See. Dieser ganze See ist halt privat und ist halt auch nicht abgesichert. Das heißt, wenn du schwimmst, merkst du, okay, sind auch mal so ein paar Baumstämme. Doch es gibt auch echte Hochkultur in Zeitz. Wie das Aushängeschild, das Schloss Moritzburg und das über 1000 Jahre alte Kloster Posa. Hier betreibt Thomas, ein echter Zeitzeuge, zusammen mit anderen Künstlern ein Kulturhaus. Er freut sich besonders über die vielen Leerstände in der Stadt. Der Leerstand hat auch immer was mit Zukunft zu tun, ne? Da kann man noch was machen und das ist eigentlich genau das, wo wir sagen, ey, das ist doch mega geil. Hier kann man sich ausleben, hier kann man was probieren, hier kann man was starten, was man vielleicht irgendwo in einer anderen Stadt nicht mehr machen kann. So. Und wer abends mal was trinken will, auch das gibt's in Zeitz, der trifft sich in Irish Pub. Wie viele Leute sind abends hier so? Um steht so 50, 60 Mann aufwärts. Also ganz Zeitz? Ganz Zeitz. Einer, der alle Zeitzer kennt, ist der Gründer des Irish Pub, Barkeeper Andreas. Als echter Zeitzeuge weiß er, was die Stadt braucht. Hey, wir haben schon so viel Schlechtes über Zeitz gehört. Warum? Es ist eine tolle Stadt. Ja? Das ist einfach so. Und ich denke, die Bürger selber müssen was dazu beitragen, das Positive rauszukehren. Wenn wir alle rumjammern, dann kommt das Jammern auch draußen an. Aber wenn wir sagen, Mensch, komm, hier geht doch was, dann geht das Positive auch mit raus. Und das ist wichtig. Theresias Zeitz-Ziegen-Tour endet natürlich am Zeitzer Altmarkt, direkt am Rathaus. Dort suchen sie nach Oberbürgermeister Christian Thieme. Ihm wollen sie den neuen Instagram-Account übergeben. Dann nehme ich den gerne an. Ja. Vielen Dank. Alles läuft nach Plan. Dann gibt's auch noch ein Foto mit dem OB und ein Fazit unseres Reporters. Sehr schön. Also ich würde sagen, sehen wir das als Test an, dass wir euch ein bisschen unterstützen konnten. Ob das dann funktioniert, ob das mit dem Instagram-Account funktioniert, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall wissen die Leute jetzt da draußen, dass Zeitz mehr zu bieten hat als einfach nur ein paar schäbige Häuser, sondern richtig eine schöne Ortschaft ist. Kann man so sagen. Eine bewegende Ansprache. In diesem Sinne heißt es Zeitz for Future.